Hallihallo und guten Tag. Mein Name ist Sonja Schulte, ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin und habe ein neues Projekt für euch. Oje, und ich sehe gerade, ich habe mir nicht aufgeschrieben, von wem ich das habe. Das werde ich auf jeden Fall noch nachholen und einfügen, damit ich mich für die Inspiration bedanken kann. Und zwar ist das eine relativ unscheinbare, finde ich jedenfalls, wenn man sie so anschaut, hohe Box. Ich habe sie oben ein wenig dekoriert, aber der totale Knüller, wenn man den Deckel abnimmt und oben reinguckt und sie dann auffaltet, hat man so kleine Schächtelchen. Ist das cool? Ich bin total begeistert. Ich habe das heute Morgen erst gesehen. Auf der entsprechenden Seite, die ich jetzt noch einfügen werde. Allerdings habe ich das massiv verändert. Und zwar dahingehend, was die Maße angeht. Die Maße waren ausgelegt auf, das waren ganz krumme Summen. Und ich habe das alles ein wenig verkleinert und habe das so angepasst, dass ich diese Box plus Deckel plus die kleinen Boxen, dass ich dafür insgesamt nur zwei DIN A4 Bögen brauche. Sonst hätte ich, glaube ich, zwei DIN A4 Bögen und noch ein 12x12 gebraucht und hätte wahnsinnig viel Verschnitt gehabt. Jetzt habe ich von zwei DIN A4 Bögen das hier am Verschnitt. Hier kann man mit Sicherheit noch mal kleine Blüten draus stanzen und das kann ich durchaus noch mal für andere Projekte benutzen oder auch für Stanzteile. Also die Stücken sind noch groß genug. Das ist der Verschnitt von zwei DIN A4 Bögen. Das ist jetzt nicht so dramatisch, wie ich finde. Und dann zeige ich euch doch einfach mal, was wir brauchen, beziehungsweise was ihr braucht. Das ist nämlich nicht besonders viel, nur viele Kleinteile. Ihr braucht, ich habe das schon mal vorgeschnitten, ihr braucht ein Stück Farbkarton im Maß, wie immer, Inch, ich blende, oder ihr seht die sowohl Inch als auch Zentimeter Maße nochmal eingeblendet. Also, Farbkarton, ich habe hier Himbeerrot genommen, in 10 Inch mal 5,5 Inch, das ist der Umschlag. Dann braucht ihr für den Deckel 4,1 mal 4,1. Ihr braucht 4 mal für die inneren Boxen, das sind ja 4 Boxen oder 4 Schächtelchen, die innen sind, auch Himbeerrot in 3,75 mal 3,75. Ihr braucht 8 mal, das ist auch für innen für die Boxen, das DSP, das Designpapier in der Größe 1,78 mal 5,8. Wobei, ihr könnt das auch etwas größer machen. Ich zeige euch das nochmal eben kurz. Ich bin ein Fan davon, ein bisschen mehr Abstand zu lassen zum Rand. Das ist bei mir in der Regel einmal rundherum 1,8. Jeder, wie er es mag, sage ich mal. Manche mögen es auch nicht so gerne, wenn der Abstand so groß ist. Ich mag das sehr gerne. Also mit großem Abstand ist es 1,78 mal 5,8, 8 Stück. Dann braucht ihr für den Deckel 4 Stück, 2,1 mal 5,1. Und ihr braucht oben für den Deckel nochmal ein Stück in 2,1 mal 2,1. Ich habe jetzt das Deko, den Dekokram gleich mit ausgestanzt. Das ist ein Stiefmütterchen, eine kleine Blume für innen drin und ein kleiner Minischmetterling. Den werde ich da nachher mit anbringen. Das habe ich jetzt eigentlich nur im Vorfeld gemacht, damit es im Video etwas schneller geht. So, jetzt legen wir das gerade mal beiseite und falzen mal den äußeren Umschlag. Und zwar auf der langen Seite, auf der 10-Inch-Seite, immer alle 2,25. Also angefangen mit 2,25. Dann 4,5, dann 6,75, ja, und den letzten bei 9.
Das war's. Dann haben wir den Deckel mit dem Maß 4 1/8 mal 4 1/8. Und hier würde ich normalerweise rundherum bei einem Inch falzen. Habe aber festgestellt, das ist ein bisschen stramm. So falze ich nur bei 5/16. Das heißt, ein von den kleinen Strichen auf dem Falzbrett weniger. Also 5/16 einmal rundherum. Und ein letztes Mal. Und das hier sind die Boxen. Ich habe die schon vorbereitet. Ich zeige euch für eine Box mit den Maßen 3 3/4 mal 3 3/4. Und rundherum an allen vier Seiten wird das gefalzt bei 7/8. 7/8. Nochmal. Das sind so etwas krumme Maße, damit ich das hinbekomme, diese Box aus 2 DIN A4 Blättern zu bekommen. Deswegen, ich musste das entsprechend verkleinern. So. Dann. Oh, ich habe mein Falzbein vergessen. Das hier ist jetzt eine von den Boxen. Das falze ich jetzt einmal rundherum. Und wenn ich so kleine Boxen mache, habe ich mir angewöhnt, normalerweise schneidet man jetzt ja hier, hier und gegenüberliegend ein, schneidet Ecken raus, das ist mir alles viel zu kompliziert. Ich schneide einfach hier einmal komplett die Ecke rüber. Das mache ich bei allen vier Ecken. Immer von Falz zu Falz, also von Ecke zu Ecke. Dann sieht das so aus. Und jetzt ist es egal, das ist ja ein Quadrat, welche Seite ich nehme. Jetzt schneide ich einmal hier, einmal hier an der Falz und das ist hier und einmal gegenüber auch nochmal jeweils an der Falz bis zu der Querfalz. Dann sieht das so aus. So. Jetzt brauche ich meinen Jumbo-Kleber. Und seid ein kleines bisschen vorsichtig mit der Menge, weil sonst quetscht ihr das da so fürchterlich raus. Und das ist dann sehr unschön. Man kriegt das ja wieder weg, das ist nicht das Problem. Aber ich bin lieber am Anfang ein kleines bisschen sparsam mit dem Jumbo. Dann quetsche ich das da nicht so fürchterlich raus. Und habe nicht so eine Sauerei. So, jetzt kommen die Ecken rein. Einen kleinen Moment festhalten. So. Und den letzten. So, jetzt habe ich eine Box euch gezeigt und die anderen drei Boxen, tada, habe ich nämlich schon vorbereitet. Die sehen alle gleich aus. Das hier ist der Deckel. Der Deckel sieht im Prinzip nachher genauso aus wie eine Box, ist nur ein Stückchen größer. Wird auch genauso zusammengebaut wie eine Box, die vier, die ich gerade rasend schnell zusammengezaubert habe. Mache ich genauso, ich schneide hier wieder die Ecken ab. Schneide das dann gleich gegenüberliegend wieder ein, klebe das mit Tombow fest. Und wie gesagt, das sieht im Prinzip genauso aus wie die Boxen, die wir gerade gemacht haben oder die ich gerade gemacht habe, nicht ihr. Und ist halt nur ein kleines bisschen größer. So, das ist der Deckel. Jetzt haben wir noch unser langes Stück, das falze ich jetzt noch mal nach. Upp. Natürlich. Mein Tischchen ist so klein. So. Und jetzt
Jetzt hebe ich nochmal in die Boxen. Okay, dann geht es jetzt ans Zusammenkleben. Und zwar verwende ich dafür den Tombow-Kleber. Ihr müsst die Lasche, wie gesagt, am besten an die linke Seite nehmen. Und die vier werden jetzt hier rangeklebt. Ich mache das so, dass ich die Seite, die ich hochgeklappt habe, also da, wo innen die Laschen sind, eine von den beiden, gucke ich mir aus, welche sieht hübscher aus. Die hier ist hübscher, also kommt die nach hinten. Einmal großzügig mit dem Flüssigkleber. Seid nicht zu großzügig, weil sonst quetscht das so fürchterlich durch. So, und jetzt auf beiden Seiten, hier auf der Faltseite und hier auf der anderen Seite, muss ein kleines bisschen Platz bleiben und auch nach unten ein kleines bisschen Platz. Die Schachtel könnt ihr ungefähr mittig setzen. Nach unten lasst ihr vielleicht so 3-4 mm Platz. Das setze ich hier jetzt mal drauf. Richte das ein bisschen aus und drücke von innen, damit der Tombow Flüssigkleber ein bisschen Zeit hat anzuziehen. Der trocknet zum Glück relativ fix. Es dauert nicht sehr lange, aber so ein paar Sekunden braucht der schon. So, und das wiederhole ich jetzt mit allen Treppen. Ich gucke also mit allen Treppen, mit allen Stufen, wie immer man das nennen möchte. Ich gucke mir an, das ist die schönere Seite, und versetze das jetzt ungefähr 1 Zentimeter. Dann ist die nächste hier. Und das mache ich jetzt mit allen 4 Boxen und bin gleich wieder zurück. Hier haben wir jetzt alle 4 beisammen. Die habe ich in solchen Stufen gesetzt. Und wenn ich das jetzt zusammendrehe, dann ist die Box, sieht die Box so aus. Der Deckel kommt drauf. Grundsätzlich fertig. Jetzt machen wir die noch ein bisschen hübsch. Und zwar könnt ihr das natürlich eigentlich auch vorher machen. Es kommen jetzt diese 8 kleinen Stücken, wie ich die vorhin schon beschrieben habe, hier drauf. Da die Box ja nachher so steht, klebe ich bei den ersten 3 die vordere und die Frontseite, also nicht die vordere, die linke Seite und die Frontseite, links und Front, links und Front. Und nur bei der letzten mache ich die rechte Seite und die Front und mache da jeweils ein Streifen Designpapier drauf. Und zwar mache ich das mit Snail, das ist für Designpapier ganz wunderbar. Und da bin ich wieder. Jetzt könnt ihr sehen, wenn ich das aufhalte, so stellt man es dann hin, dann sieht man immer das DSP vorne. So, das gleiche mache ich jetzt nochmal für den Deckel. Und fertig. So, was ich jetzt noch habe, ist ein Stanzteil mit dem kleinen Stiefmütterchen. Das setze ich hier drauf. Eine Blume oben drauf, damit es etwas hübscher aussieht. Eine Halbperle dazu und einen kleinen Schmetterling. Mit der Blume, da brauche ich jetzt mal eben mein Falzbein, mache ich das so. Blue Dots sind übrigens bei diesen Geschichten wirklich unverzichtbar. Und die werde ich auch mit in das Materialpaket reinsetzen. Also das Stiefmütterchen habe ich gestanzt und ich drehe jetzt jedes Blatt ein kleines bisschen mit dem Falzbein nach innen. Und wenn ich das getan habe, lege ich mir das so auf die Hand und drücke in der Mitte nochmal einmal und gehe so ein bisschen nach.
Dann habe ich nämlich so einen schönen runden Charakter. Da unten dran kommen jetzt zwei Glue-Dots, damit es auch gut hält. Das setze ich hier oben mal in die Ecke. Obendrauf kommt noch eine kleine Halbperle. Na, komm hier, du. Schlinge, die will nicht. Stellt sich arg an, aber jetzt haben wir es. So, und mit dem Schmetterling, das ist mit dem kleinen Schmetterling, mit dem Mini-Schmetterling ausgestanzt und mit dem Stempelset, ich kann mir nicht merken, wie es heißt, Papillon Potpourri, ganz, ganz süß gestempelt. Ich biege das jetzt ein bisschen hoch, mache unten wieder einen Glue Dot dran. Und klebe den hier einfach, wie es mir beliebt, mit drauf. Und schon habe ich den Deckel fertig. Einmal zusammengebaut, Deckel drauf. Fertig. Ich führe den Deckel jetzt so rum. Also die Seitenlasche, wenn ihr den Deckel draufsetzt, möchtet ihr ja, dass man so drauf guckt. Dann würde ich die Seitenlasche nach außen lassen. Also an einer der Seiten, entweder rechts oder links. Weil wenn man jetzt den Deckel abnimmt, kommt einem die Lasche gleich entgegen und man macht das dann so auf. Okay, also Deckel drauf, fertig. Ihr könnt natürlich, wenn ihr wollt und euch das zu schlicht ist, auch noch den Umschlag selbst außenrum mit DSP verzieren oder mit Stempeln verzieren. Ich mag Schlichtheit und deswegen habe ich es so belassen. Ja, und das war die Treppenkarte, wie habe ich es genannt am Anfang? Die Treppenhausbox. Genau, sowas. Wie immer findet ihr alle Angaben und auch ein entsprechendes Materialpaket zu dieser Treppenhausbox unter meiner Homepage, nicht unter meiner, sondern auf meiner Homepage, die da lautet www.die Papiertante-nf.de. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Dort findet ihr auch noch weitere Materialpakete natürlich. Ihr findet alle möglichen Informationen rund um Stampin' Up, was mit Sicherheit auch mal ganz interessant sein kann. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis dahin, ciao, ciao.